Willkommen zurück. Im letzten Part hat uns Mr. X mal wieder gejagt und hat uns unsere Poster entfernen lassen. Und hinter einem Poster war doch tatsächlich ein Schlüssel. Und dann sollten wir weiterhin hier zurück in den Lagerraum und dort eine weitere Tür öffnen. Und was sich dahinter verbirgt, das werden wir jetzt mal sehen. Also mal öffnen. Und rein in die gute Stube. Sehr interessant auf jeden Fall, was hier alles abgeht. So. Hier brauchen wir Yoshi mal wieder. Und rüber hier. Hört ihr das auch? Und seht ihr das auch? Da scheinen Fliegen zu sein. Was? Marono und Samum. Was ist das denn? Samum! Und Marono. Die sehen fertig aus. Boah. Okay, der ist sprachlos. Marono. Bomber. Geh nicht in den leeren Ring. Oh. Hey, Samum. Kannst du dich nicht etwas deutlicher ausdrücken? Wir sollen nicht in den leeren Ring gehen. Warum nicht? Wow. Totsukova. Bamba, hast du gesehen? War das nicht Totsukova? Was in aller Welt hat das denn schon zu bedeuten jetzt? Das frage ich mich auch. Ich habe so einen leisen Verdacht, aber ich werde ihn nicht äußern. Da kann sich jeder ein eigenes Bild drüber machen. Okay, sei es drum. Trotz der Ereignisse ist es jetzt Zeit, den Champion rauszufordern. Den gelben Vogel, dessen Namen ich gerade verdrängt habe. Wie heißt er noch? Nee. Ich habe es verdrängt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Okay, wie dem auch sei. Erstmal schnell ins Bett liegen. Gute Nacht. Heieieiei. So. Und dann aber. Nichts wie auf in den Kampf. Hey, Bomber! Du willst kämpfen? Hihihi. Bei deinem nächsten Kampf geht es um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champion. Sein Name lautet Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlichen, spannenden Kampf. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight. Zeig mir einen guten Kampf. Okay, jetzt geht's los. Gegen Aurelius. Und wir haben ja genug Sternenergie. Also von daher dürfen wir oder können wir auch eine Attacke einsetzen. Bamba, der Kampf beginnt. Folge mir. Dann also los. Ach ja. Oh, wir sehen sogar, wie wir zum Ring geführt werden. Hey, was soll das? Zum Ring geht's da aber nicht lang. Für diesen besonderen Kampf gibt es besondere Anweisungen. Also folgt mir einfach. Na okay. Wir überholen den einfach schon mal. Das ist aber sehr merkwürdig. Hey, was sollen wir denn hier? Tja, gute Frage, nächste Frage. Und wo bleibt der Bodyguard? Der braucht wohl noch ein bisschen. Na, sei es drum. Warten wir hier einfach mal und gehen hier schon mal rein. Okay. Wartet hier. Hä? Okay. Machen wir das mal. Das muss auch ein Raum für die zweite Liga sein. Nur, dass niemand hier ist. Wir sollen hier warten. Aber was wird aus unserem Kampf gegen den Champion? Das ist ja merkwürdig jetzt. Und da ist der Ring. Kommen wir zum Hauptevent dieses Abends. Bamba Luigi, derzeit auf Rang 1 der ersten Liga, trifft endlich auf unseren Champion Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk Aurelius.
Und da ist er ja, unser Möchtegern Hampelmann-Champion. Champion! Mach sie platt! Wow! Ja, merkwürdig. Also wir stecken in der zweiten Liga fest, gerade. In der Kabine. Aurelius, unser Champion, bereit für den Kampf? Dein Herausforderer ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur einen Champion. Und das bin ich. Also soll dieser bärtige Gnome Luigi doch versuchen, mich zu besiegen. Den mache ich platt. Aber bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang 1 der ersten Liga geschafft. Bamba ist also schneller aufgestiegen als du selbst, Aurelius. Und? Was heißt das schon? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin. Tja, und wir hocken weiter hier rum. Sehr schön. Jetzt reicht's mir aber langsam mit der Warterei. Ich gehe mal fragen. Bamba, ich glaube, die Tür ist abgeschlossen. Wir sind eingesperrt. Was? Na super. Jetzt hängen wir hier fest. Begrüßen wir nun den Herausforderer. Den hämmernden Henker, Bambaluigi. Hämmernden Henker, nicht hämmernden Hänger. Obwohl hämmernder Hänger auch klasse klingt. Aber es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bambaluigi? Tja, wo bleib ich denn? Ich stecke fest. Mahaha. Der hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt. Was für eine Drama. Sollte Bambaluigi tatsächlich verschwunden sein? Wenn er nicht unverzüglich in den Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt. Tja. Ich denke, da hat irgendjemand mit gezinkten Karten gespielt und uns einsperren lassen. Tja, was machen wir denn jetzt mal? Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sind wir die offiziellen Verlierer. Also sollten wir lieber schnell einen Weg herausfinden. Da bin ich auch mal für. Oh, ein Peach-Poster. Ich habe eine Idee. Wir machen mal Folgendes und pusten das weg. Und das geht sogar. Wie schön. Was haben wir denn hier? Ein Fernseher. Ein gemütlicher kleiner Raum für zwischendurch. Toll. Gut, und hier kommen wir wohl in die Erstliga-Garderobe. Geht's hier raus? Nichts zu machen, der geht nicht auf. Haben wir hier was drin? In solchen Umzug-Quatsch-Dingern? Schächten? Scheinbar nicht. Und hier geht's auf Klo. Jetzt mal ordentlich. Naja. Ja. Wow, man kann hier sogar sich runterspülen lassen. Oh, ist ja toll. Da gucken die aber doof aus der Wäsche. Die Bodyguards hier. So. Da wären wir schon. Oh, wo sind wir denn gelandet jetzt? Auch egal. Hauptsache, wir kommen schnell zum Ring. Genau. Aha. Die Erstliga-Garderobe. Tja. Ich würde sagen, mal ganz schnell raus hier. Und dann ab in den Ring. Oh, da tut sich aber was. Da tut sich was. Bambaluigi. Holdrieu. Es hat lange gedauert. Aber da ist er endlich. Bambaluigi. Tja. Wir sind so gewinngeil. Wir lassen uns runterspülen. Nur um zu gewinnen. Bamba, bamba, bamba. Und wir haben einige Fans. Gerade noch geschafft.
Oh, und dieses Jubel, dieser Jubel, wie damals im Theater. Schnell, gehen wir zum Ring. Bamba, gib's ihm. Bamba, Bamba, endlich. Endlich, natürlich. Endlich sind wir da. Die Menge jubelt. Was für eine Begrüßung für den Herausforderer Bambaluigi. Wird unser Champion Aurelius den bärtigen Barbaren besiegen können? Wir erwarten mit Spannung diesen schicksalhaften Kampf. Und endlich der Gong. Jetzt geht's los. Okay. Und der macht natürlich eine riesen Show draus. Oh Mario, endlich kämpfen wir gegen den Champion. Wir werden es schaffen. Hahaha. Ihr hättet besser eingeschlossen bleiben sollen. Was? Was soll das denn? Aber was soll das bedeuten? Hast du etwa die Wache überredet, uns einzuschließen? Genau. Und ich habe euch auch den vergifteten Kuchen geschickt. Ich mache jeden fertig, der sich mir in den Weg stellt. Verlasst euch drauf. Dann hast du also auch das Sternjuwel versteckt und uns diese Drohung geschickt. Was? Davon weiß ich aber gar nichts. Sternjuwel? Nie gehört. Aber was auch immer. Besonders fair bin ich zwar manchmal wirklich nicht, aber als Kämpfer bin ich auch ohne Tricks ein Ass. Ich werde euch im Handumdrehen zu Kleinholz hacken. Okay, mal schauen. Erstmal gibt's die Sternattacke, das Maxi-Beben. Los geht's. Hopp. Das war schon mal gut. Das war besser. Das war super. Das war spitze. Und das war exzellent. Boah, super. Friss das. Und das gibt ganze 6 Schadenpunkte. Lohnt sich also. Okay. Und Erona macht nur 2 Schaden, leider. Wow. So, das war schon mal sehr angsteinflößend und wir wechseln mal. Und wählen Yoshi aus. Denn der macht ein bisschen mehr Schaden. Oder? 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Oh nein. Okay. Powerhauer für unseren Freund. Und ich glaube, so viel KP hat er gar nicht. Also könnten wir schaffen. Ich glaube 30 oder 40. Hoffentlich treffen wir jetzt. Ja, wir treffen. Sehr schön. Ich habe euch wohl unterschätzt. Gut, es bleibt spannend. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe noch etwas Besonderes für euch. Wow. Und los. Wow. Ist ja ein richtiger Wrestler hier. Okay. Schluck das. Wir treffen nicht. So. Aber Yoshi trifft jetzt. Natürlich. Okay, am besten das Zeug verzieht sich jetzt mal. Der Nebel. Tut's auch ein Glück. Nehmt das. Du bist des Champions nicht würdig. Wir sind der wahre Champion. Wir können's schaffen. Boah. Bam, 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 bam. Verdammter Mist. Ihr bringt mich ganz schön in Schwitzen. Ich hätte euch schon viel früher kalt stellen sollen. Aber da es nun einmal so weit gekommen ist... Oh oh.
Was macht der denn jetzt? Wow! Wow, 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 wow! Das war jetzt aber nicht nett. Okay. Springen können wir jetzt nicht. Kann... Nee, kann vielleicht Yoshi eingreifen? Nee. Nur Erona kann das jetzt, glaube ich. Oder ein Item können wir einsetzen. Machen wir einfach mal. Donnerblitz. Treffer. Und wir haben es geschafft. Da! Aurelius, der unbesiegbare Champion. Besiegt von diesen halbstarken Pappnasen. Wir haben es geschafft. 12 Sternpunkte. Und ich fand andere Gegner hier deutlich schwerer. Boah. Wer hätte diese Entwicklung voraussehen können? Ein Wunder, wahrhaftig. Eleganz und Kraft. Kraft und Eleganz. Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber. Unglaublich, Wahnsinn. An diesen Kampf wird man sich noch lange erinnern. Man kann jetzt schon sagen, dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden. Und der Sieger dieses nervenzerfetzenden Kampfes ist Bamba Luigi. Bravo Bamba, du bist der neue Champion. Der neue Champion ist Bamba Luigi. Ja, wir haben es geschafft. Und wir freuen uns. Bamba. 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 Eine Bombe. Hilfe. Ja, wir haben es geschafft. Bamba, du hast es geschafft. Du bist der neue Champion. Und bekommen den Meistergurt. Ein Zeichen des Sieges über den Ex-Champion Aurelius. Von nun an darfst du die Garderobe des Champions benutzen. Totskova, bring Bamba in seine neue Garderobe. Verstanden, Herr Klobone. Also, Champion, hier entlang. Okay, interessant. Und vielleicht können wir ja auch so als Champion noch mehr herausfinden. Über die Geheimnisse der Arena. Scheinbar war Aurelius ja nicht derjenige, der uns die Drohmails geschrieben hat. Er war nur derjenige, der uns eingesperrt hat lassen und uns die Kuchen gegeben hat. Also interessant. Und da haben wir unsere Garderobe. Und Totskova lässt auf sich warten. Da ist sie ja. Unsere zwielichtige Toddin. Oder wie auch immer. Mein herzlichen Glückwunsch, Champion. Von heute an darfst du diese Garderobe benutzen. Sie gehört dir ganz allein. Mach es dir bequem. Ich verabschiede mich zunächst. Also bis dann. Tschüss, Totskova. Endlich geschafft, Bomber. Aber dieser Aurelius hatte anscheinend wirklich keine Ahnung von dem Sternjuwel. Wir treten also auf der Stelle. Wo kann der Sternjuwel nur sein? Tja. Huch. Bamba. Hörst du auch diese seltsamen Stimmen? Was? Ich höre gar nichts. Obwohl. Doch. Ich höre auch was. Oder ich sehe was. Ein paar Punkte. Interessant. Vielleicht ein Geist? Wow. Was gibt es? Hoffentlich nicht eine Drohung schon wieder. Mal gucken. Finde den Geist in der Champion-Garderobe X. Was? Wir sollen den Geist finden? Wie gruselig. Erstmal werden wir uns gemütlich zur Ruhe legen. Denn so können wir auch unsere Sternenergie aufladen. Das hätten wir. Und dann mal gucken.
Hier soll ein Geist sein. Ich habe auf jeden Fall eine Idee. Wir haben ja Yoshi. Wir können hier mal rüber. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht das Teil entfernen können. Wow. Oh ja. Tatsächlich. Ein Lüftungsschacht. Ich frage mich, wohin der wohl führt. Mal gucken. Wow. Ja, hahaha. Welch perfekt beschaffener Körper. Der macht mich für immer wunderschön. Aber diesmal muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Neulich hat mich schon dieser Maruno erwischt. Totsukuro und Bamba scheinen auch etwas zu ahnen. Naja, wenn ich entdeckt werde, kann ich immer noch etwas unternehmen. Ich werde es einfach so regeln wie mit den anderen Kämpfern. Und wie mit Dark Toadster, dem ersten Champion. Diese Stimme, das ist doch Klobone. Der hat also die verschollenen Kämpfer auf dem Gewissen? Scheint so. Ich muss dieses Zimmer sorgfältig verschließen. Und diese Unterlagen werde ich in meinen Schreibtisch verstecken. Aber es wird immer schwieriger, fähige Kämpfer zu finden. Sogar Aurelius hat gegen Bamba verloren. Es wird langsam Zeit, ihn auch auszulöschen. Für mich. Was? Das ist aber schon sehr krass, was wir hier so erfahren. Machen wir folgendes. Und gehen hier mal rein. Er ist auf jeden Fall weg. Er ist nicht mehr da. Aber er hat etwas über Unterlagen in seinen Schreibtisch gesagt. Wir gucken mal. Ist da was drin? Ein Sternsplitter, wie schön. Was haben wir da? Das sind Unterlagen, von denen er gesprochen hat. Wir sollten sie genau lesen. Aha, aha, aha. Okay, wow. Unter dem Ring gibt es also eine Maschine, für die man das Sternjuwel braucht. Hier ist sogar eine Funktionsskizze. Genau kapiere ich das nicht, aber das Juwel scheint die Triebkraft zu sein. Die Maschine ist anscheinend in der Lage, einer Person die Energie zu entziehen. Vielleicht sind ja Maruno und Samum auch von dieser Maschine ausgesaugt worden. Möglich. Oh, oh, verdammt. Hä? Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Und ihr habt die geheimen Unterlagen gelesen. Du hast also Maruno und Samum auf dem Gewissen. Oh nein. Jetzt haut er ab. Und wir gehen hinterher. Bamba! Hinterher! Natürlich. Uns ist einiges klar geworden. Sehr viel klar geworden. Der Bösewicht ist ganz klar Klobone. So heißt der Kerl. Und beim nächsten Mal werden wir gucken, wo er ist, der Klobone. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Macht's gut.